heute stelle ich euch mal ein wirklich sehr gutes Buch vor, und zwar von James Ellroy, In der Tiefe der Nacht. Es gibt einige Leute, die behaupten, James Ellroy wäre irgendwie solide Krimis, und das ist Quatsch, das ist eigentlich viel, viel mehr, das sind abgedrehte Psychothriller-Krimis, weil das hat mehr mit Psychologie zu tun als alles andere. Zwar nicht in allen Büchern, aber ja. Und dieses Buch gehört auf jeden Fall dazu, zu diesen Büchern, die eher in die Psycho-Ecke gehen. Also bei diesem Buch ist es so, es beginnt wie immer mit einem Mordfall. Und das Buch, also der Täter, der ist irgendwie gestört und der sieht, grüne Tür, peng, auf er tot. Also der sieht dann so einen grünen Umhang und dann ist das für ihn der Grund, denjenigen uns irgendwie. Das ist aber eigentlich nicht das tolle Buch, sondern das Tolle an dem Buch sind die interessanten Figuren. Beispielsweise geht es um Sergeant Lloyd Hopkins, der versucht, diesen Fall zu lösen. Das Interessante daran ist zum Beispiel Dr. Haviland. Der ist Psychiater und ist gleichzeitig ist er aber auch der Anführer einer Sekte, weil Dr. Haviland ist von der Figurenzeichnung her ein infantiler, asexueller Mensch, der aber in einer kindlichen Geisteshaltung irgendwie stehen geblieben ist. Und das ist das Interessante daran. Und der Detective Lloyd sucht den Täter. Und das Geile ist, da gibt es eine Hammer-Szene, wo er geht dann zu diesem Doktor, er kennt ihn, diesen Arzt, respektiert ihn für seine Intelligenz, für seinen analytischen Verstand. Lloyd fragt ihn dann, versuchen Sie sich mal den Täter hineinzuversetzen, wie könnte er sein, wie könnte er ticken? Und der Arzt spricht über sich selber. Und Lloyd Hopkins merkt es nicht. Alter, das ist so eine dermaßen geile Szene. Ich hab so gedacht, oh Gott. Und dieser Dr. Haviland ist auch nicht in der Lage, Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen, sondern er hat Komplizen und er hat Akten. Er sammelt Akten von Menschen. Er sammelt Informationen über Menschen aus seiner Umgebung. Und es gibt da, bei Dr. Haviland gibt es eine Frau, für die er sich zwar interessiert, aber nicht wie ein Erwachsener, sondern er vergöttert die, so wie ein Kind seine Mutter vergöttert. Er hat zum Beispiel ein riesiges Bild von ihr an die Wand dran gemacht. Und im Verlauf des Buches gibt es dann so eine Szene, wo die Frau dann zu den Polizisten sagt, also für mich ist Dr. Haviland immer ein asexueller Mensch gewesen. Naja, und Dr. Haviland ist halt auch eine Person, die als Kind von seinen Eltern nicht angenommen wurde. Zum Beispiel hatte sein Vater immer Geschenke gemacht und er hat die überhaupt nicht angenommen. Und irgendwie hat er sich dann anders Bestätigung gesucht. Dieser Dr. Haviland hat dann angefangen, glaube ich, einzubrechen und zu klauen. Und hat dann angefangen, diese ganzen wissenschaftlichen Bücher zu lesen von Kinsey, Reutz. Und hat angefangen, selber Analysen zu schreiben und zu fertigzustellen. Und dann hat er halt angefangen, die Leute zu beobachten oder Drogen zu setzen. Ja, und hat dann angefangen, die Sekte aufzubauen. Seine eigene Sekte, seinen bestimmt Familienersatz, könnte man so sagen. Das Geile auch in diesem Buch ist dieses Katz-und-Maus-Spiel, dass der Detective versucht, den Täter zu finden. Der Täter, der aber den Mord begangen hat, ist aber wiederum der Jünger von Dr. Haviland. Das ist sein Helferlein. Ich nenne ihn jetzt mal Gizmo. Fällt der Name nicht ein. Dieser Gizmo hat Angst vor Tageslicht. Also, es hat was mit so einem Trauma zu tun. Die haben sich beide in der Psychiatrie kennengelernt und dieser Gizmo arbeitet jetzt für ihn. Beschafft Informationen und er tötet halt auch diesen Menschen mit diesem Schnapsladen. Was unnötig gewesen wäre, aber das, naja, darauf kommen sie halt, auf diese Sektenverbindung. Und der Dr. Haviland zum Beispiel, der spielt auch so ein gewisses Katz-und-Maus-Spiel mit dem Detective, dem er zum Beispiel so eine Art Snuff-Movie stellt, was dann so aussehen soll, als wenn die Frau, die dort stirbt, von Lloyd Hopkins getötet wurden. Das Interessante an diesem Buch ist, viele amerikanische Romane sind ja so wie billige Hollywood-Filme. Diese Bücher überhaupt nicht von Ellroy, weil das zum Beispiel ist eine Sache, die nie geklärt wird. Die verschwindet dann einfach. Das macht das Buch aber authentisch, weil es eine Situation gibt, die nicht erklärt wird. Die ist einfach mit einem Raum und es kommt nicht mehr dazu, weil dann kommt das Ende nahe. Es in diesem Buch eine Person gibt, wo es mich erstmal richtig ein bisschen traurig gemacht hat, dass die Figur gestorben ist in der Geschichte, weil es gibt einen betrunkenen Karikaturisten, der von der Polizei gefeuert wurde und der hasst die Polizei ihrer Korruption und er zeichnet Karikaturen und ist am Ende des Buches betrunken und das ist so arschlustig in der Szene, wo sie dann zu so einem Anhänger dieser Sekte gehen und der Typ ist so besoffen, dass er eine imaginäre Gitarre spielt und sich über diesen Typen lustig macht und ja, und er stirbt am Ende. Das ist halt ein bisschen traurig dann. Also ich erwischt ihn. Ja, zu James Ellroy ist ein grandioser Autor, geniale Bücher. Die Äußerungen, also wenn er beurteilt wird, gibt es so Äußerungen wie ja, das sind solide Krimis, finde ich, ist Blödsinn. Es gibt ganz andere Beschreibungen von James Ellroy, nämlich, dass es eher in die Richtung Thomas Harris oder 7 geht. Und das trifft eher den Nagel auf den Kopf, weil die Bücher sind viel abgedrehter, viel psychopathischer. Die Täter sind
psychisch gestört. Es gibt zum Beispiel ein Buch, wo der Täter Löcher an den Wänden hatte, die er reingekackt hat, und es gibt korrupte Bullen, die Schwule verprügeln, Schwarze verprügeln. Das spielt alles in anderen Zeiten. Jeder, der den Film L.A. Confidential kennt, weiß, dass die Bücher in der Vergangenheit spielen, und Elroy hat dafür auch einen Preis gekriegt von der Polizei wegen der Offenlegung des Verhaltens der damaligen Polizei oder so. Ja, das stimmt, das mit Thomas Harris ist richtig. Also die Bücher erinnern wirklich an Thomas Harris wegen der psychologisch grundierten Figuren, wegen der Abgedrehtheit, wegen der Komplexität. Die Bücher sind schweinekomplex. Ein amerikanischer Thriller, eine Geschichte, die so kompliziert verworren. Ey, der bespitzelt den, wiederum bespitzelt wird der von dem bespitzelt, der gibt den Informationen und... Und das Geilste ist, du siehst durch. Elroy hat so geschrieben, dass du es einfach mal durchblickst. Es geht nicht um die Ermordung Kennedys in diesem Buch. Und das ist doch recherchiert. Das ist sein erster historischer Roman. Da gibt's noch Die Rothaarige. Das ist seine Biografie. James Elroy war so dermaßen am Arsch. Probleme mit den Eltern. Also sein Vater war ein Versager. Seine Mutter war ein bisschen aggressiv. Er hat auch nicht geweint, als sie gestorben ist. Ging das auseinander. Seine Mutter wurde dann ermordet. Ziemlich brutal. Das war die Situation, wo ich geschaut habe. Er war dabei, sein Vater. Sein Vater ist dann auch gestorben. Dann lebt er auf der Straße, hat Drogen, Alkohol, Wattetrips hat er genommen. Die konnte man sich damals legal in der Apotheke besorgen. War damals so ein Hornbrillenträger, Junge. Den hat man nicht so für voll genommen. Aber war wohl ziemlich intelligent. Der ist auch intelligent. Also so eine Bücher kann man nicht so einfach mal so schreiben. Es gibt mehrere Verfilmungen von James Elroy Romanen. Dark Blue, L.A. Confidential, The Black Dahlia, Street Kings, auch von ihm geschrieben. Fast alle finde ich scheiße, bis auf L.A. Confidential, der Rest ist Müll. The Black Dahlia war absolut peinlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Street Kings, Keanu Reeves. Dark Blue fand ich, nette Schauspieler, aber der Täter war, also man hat gesehen, wer es war. Und zweitens war der Film, entweder war die Videoqualität so schlecht oder der Film sah aus wie mit einer billigen Home-Videokamera gedreht worden, alles überbelichtet und überhaupt nicht spannend. Gülle. Da gibt's noch was, ich glaube, ein Film heißt, wie heißt denn der Cop oder so? Mit James Woods, glaube ich. Ja, habe ich nicht gesehen, der ist ein bisschen alt. Es soll jetzt bei Jazz verfilmt werden. Irgendwann. Es gibt auf YouTube so einen Trailer zu dem Film von Lämmern und Löwen. Der Trailer ist aber völlig uninteressant. Interessant ist die Videobeschreibung. Such die, finde die. Pass mal auf, wenn ich Dr. Haviland sehe in meinem Kopf, wenn ich das Buch lese, stelle ich mir... Also wenn das Buch verfilmt werden würde, würde ich sagen, Regie Ridley Scott, Dr. Haviland, Anthony Hopkins. Der Regiestil von dem Film Hannibal mit Anthony Hopkins würde echt zu In der Tiefe der Nacht passen. Das ist also auf jeden Fall Anthony Hopkins als Dr. Haviland. Das würde so dermaßen passen.